Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Feuriges Pech-Szenario. Und ja, wir haben in der letzten Folge wieder was anbrennen lassen. Und deswegen haben wir uns jetzt wieder ein bisschen auf Salat fokussiert. Oder spezialisiert. Auf jeden Fall geht's bald auf die Arbeit in 4 Stunden. Und ja, ich denke mal, das sieht doch alles ganz nett aus. Vielleicht könntest du nebenbei noch ein bisschen mixen üben. Wir müssen ja gucken, dass du da die Fähigkeit auch verbesserst. Weil ich glaube, weil wir jetzt irgendwie bei beiden Sachen, also wir müssen die Mixfähigkeit verbessern und die Kochfähigkeit. Das heißt, das würde sich ja anbieten, dass du hier jetzt noch vor der Arbeit ein bisschen übst. Damit wir wieder eins voraus sind. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn im Moment? In Mixen haben wir Stufe 3. Und in Kochen haben wir 6. Das ist auch sehr schön. Und das Mixen müssen wir auf jeden Fall noch etwas weiter ausbauen. Damit wir auf jeden Fall für die nächste Beförderung auch schon mal so weit sind. In einer Stunde muss er zur Arbeit. Vielleicht sollten wir dann, weiß nicht, ob wir ein Nickerchen machen sollten. Vielleicht. So, viel Spaß auf der Arbeit. Fleißig arbeiten und eigentlich hatten wir auch einen Übernachtungsbesuch geplant, aber der kommt irgendwie nicht. Oder er ist erst um 8. Wobei ich gesagt habe, jetzt. Eigentlich heißt ja jetzt, dass er dann auch jetzt vorbeikommt. Nur wir haben für so Gäste, die halt nicht unbedingt mit hier im Bett schlafen können, weil ich glaube nicht, dass der Bock hat, bei uns zu schlafen, im Bett, also im selben. So, willst du dich? Nee, ich glaube, das wird nicht reichen. Für die Beförderung. Aber das macht ja nichts. Er hat auf jeden Fall sehr ausgezeichnete Arbeit gemacht. Und das ist ja auch schon mal was. Das heißt, beim nächsten Mal wirst du dann wieder befördert. Dann gucken wir doch, dass wir könnten uns eigentlich mal einen Pudding machen. Yorkshire Pudding. Ich hoffe, da geht nichts schief. Anscheinend müssen wir da auch nicht unbedingt irgendwas anschmeißen, oder? Kommt der in den Backofen? Bestimmt, oh Gott. Oh, das haben wir tatsächlich ohne Probleme überlebt. Sehr schön. Also ich muss sagen, ja, das macht er schon ganz gut. Eigentlich könnten wir dann auch noch ein Sandwich machen. Deshalb packen wir mal hier rein. Benommen. Weil du schon wieder. Was hast du denn? Weil am Anfang eines Burnouts steht. Ach komm. Also nein, ich will es nicht kleinreden. Aber wir kriegen das wieder hin. Ich meine, klar, wenn man zu Hause immer irgendwie was anbrennen lässt, das ist halt auch Stress. Und ich weiß ja nicht, wie es auf der Arbeit aussieht. So, dann gehst du duschen und dann nochmal schlafen. Und ich glaube, wir müssen ja erst wieder um 18 Uhr arbeiten. Also ich glaube, der Übernachtungsbesuch kommt gar nicht. Was kommt? Streichtag? Nö.
Wenn hier ja niemand zu Besuch kommt, dann können wir ja mit niemandem hier reden. Kann man das auch wieder rauslöschen? Um 12 Uhr. Um 12:46 Uhr angeblich kommt der. Aber ich habe kein Bett für ihn. Außer ich müsste hier vielleicht ein bisschen die Veranda verkleinern, indem ich das halt ein bisschen nach vorne schiebe. Das würde wahrscheinlich gehen, oder? Das hat zwar jetzt wieder ein bisschen was gekostet, aber hier kommt dann mein super toller Schreibtisch hin. Und dann können wir auf die Seite, können wir dann das Gästebett hinstellen. Außer wenn er halt unser Techtelmechtel-Partner ist, dann ist das natürlich auch in Ordnung. Aber wie viel kostet denn so ein Inselleben-Bett? Müsste ich erstmal wieder nach Inselleben. 590, ja, das können wir uns. Hauptsache, es passt zum Stil. Und wir können ja so eine Trennwand, ich weiß nicht. Para. Diskreter Paravent. Nee, das nicht. Aber sowas hier, das müsste ja eigentlich vom Geld auch noch gerade so reichen. Aber das passt halt vom Dings her nicht, dass er hier ein bisschen trotzdem Privatsphäre hat. Ich weiß, das sieht irgendwie beknackt aus. Da muss er jetzt durch. Das ist halt so. Da bin ich mal gespannt, ob der dann tatsächlich hier auftaucht um die Uhrzeit. So, wir müssen noch ein bisschen was kochen. Mittagessen servieren. Ja, dann machen wir doch das hier. Steak Tartar, glaube ich. Dafür müssen wir, glaube ich, auch nichts kochen. Also so in dem Sinne heiß anbraten oder so, weil das ja, glaube ich, roh ist, ne? Was ist denn? Ach so, der Kühlschrank schmüffelt wieder, oder was? Keine Semola. Also, unser Übernachtungsgast kommt jetzt trotzdem nicht? Was siehst du da? Steak Tartar. Ach ja. Gut. Ah, ich glaube, weil die Theke hier verschmutzt ist, dann müssen wir die gleich halt auch ein bisschen sauber machen. Ach, guck mal, wer da. Nee, du bist jemand anderes. Nein, wir wollen den. Jetzt könnten die mal bitte aufhören, bei mir das Wasser zu holen. Das hätte ich schön selber trinken. Ja, war ich zu Hause, hä? Und jetzt holt er sich da hinten bestimmt ein Glas Wasser. Du weißt schon, dass ich das überall sehen kann. Ah, nee. Er redet. Abwarten, was geschieht. Wieso? Ist jetzt schon wieder irgendwie der Vulkan aktiv? Na, dann solltest du vielleicht mal aufs Klo gehen. Ah, und was ich noch machen wollte, ist nach dem Dach zu gucken, damit ich das weiter vorziehen kann. Ah, und hier drüben.
müsste ich das auch wieder ein bisschen anpassen. Da. Gut. Jetzt können wir weitermachen. Und das ist für ein nettes Grüppchen. Holen sich hier regelmäßig Wasser. Kannst jetzt mal heimgehen. Jetzt ist die Party vorbei. Und ich glaube, der Be Übernachtungsbesuch kommt gar nicht mehr. Vielleicht sollte ich das noch mal neu machen. Vielleicht sollte ich das dann auch irgendwie. Ja, genau. Weißt du was? Muss ich montags arbeiten? Ja, tatsächlich. Dienstag habe ich nichts vor. Dann weißt du was? Dann werden wir. Das so machen. Haben wir hier auch irgendwie was geplant? Ja, hier müssen wir arbeiten. Hier müssen wir nicht arbeiten. Dann weißt du was? Dann kommt er jetzt vorbei. Und dann bleibt er bis Donnerstagabend oder Freitagvormittag. Das sind dann eins. Also eine Nacht, zwei, drei, vier. Vier Nächte. Wenn das geht, ja. Vier Nächte. Und dann, wie viel Uhr haben wir jetzt schon? 15 Uhr. Das heißt, der kommt dann um 17 Uhr vorbei. Und dann bleibt er bis Freitag. Von Montag bis Freitag, genau. Und dann gucken wir mal, ob der jetzt tatsächlich dann auch vorbeikommt. Aber warum ist denn hier eigentlich immer verdorbenes Essen drin? Bin mal gespannt. Ach, hast du keine Lust weiterzulesen? Dann spiel halt Gitarre. Salim muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Ja, es ist 17 Uhr und wir haben Montag. Nein, wir haben Sonntag. Habe ich mich ja schon wieder vertan. Hätte er ja auch heute schon kommen können. Dann müssen wir das nochmal. Warte mal. Also, da Übernachtungsbesuch er. Vier Nächte. Und dann kann er direkt um 8 vorbeikommen. So, dann kannst du ja eigentlich auch noch ein Bild malen. Schadet ja nicht. Achso, du musst zur Arbeit. Los. Wir müssen ja schließlich befördert werden. So. Fleißig arbeiten. Hallo Salim, ich frage mich, ob es sich lohnt, Jade Rosa besser kennenzulernen. Was denkst du? Ja, sieht doch nett aus. Vielleicht kannst du ja mal ausprobieren. Wir haben schon wieder vergessen, ein bisschen was auf Sozialhase zu posten. Also, wir werden auf jeden Fall befördert. Und sind jetzt was? Für Jungkoch. Salim wurde befördert und ist jetzt Jungkoch.
556 Simoleons hat er Bonus gekriegt und Inseltheke Büro Flair. Neue Kleider. Glückwunsch zu der tollen Beförderung. Möchtest du heute Abend feiern? Ja, komm, mach. Wir können später noch schlafen. Wenn sie uns ja schon so nett einlädt, dann können wir uns ja mit ihr treffen. Bist du schwanger? Habe ich das richtig? Jennifer Rue. Rangoya Nabei. Yes. Wifwanoi. Sie ist verspielt. Beckenoi. Chinoi. Fan in Grab. In Gau. Grammi. Asbu. Wifem Ball. Yes. Insiderwitz. Eigentlich können wir sie dann auch nochmal irgendwann einladen zum Übernachten. Eigentlich könnten wir nicht an der Bar arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Hier haben wir keinen Busch, ne? Wo wir mal reinspringen könnten. Schade eigentlich. Sibuna Torbel Farbe. Ha, Floopy. Clashing. Oh, nee, Partner, die Plechtel-Mechtel-Partnerschaft werden wir nicht beenden. Dimba? Dimba Combo. Oh, but toys. Mitbewohnerin, nee. Das muss jetzt auch nicht sein. Weil sie hat ja schließlich, sie ist verheiratet, hat eine Familie, wohnt in einem Haus. Also ich glaube nicht, dass sie unbedingt bei uns dann im als Mitbewohner dingsen muss. Aber ich weiß nicht, noch 2 Stunden muss jetzt nicht sein. Ich glaube, ich werde auch nach Hause düsen. Aber ich glaube, sie ist schwanger. Was ist los? Warum sind die eigentlich in unserer Gruppe drin? Ach so, waren das unsere noch anderen? Oh, die sieht ja schön aus. Hallihallo. Diana Caliente? Ah, die haben sie aber wirklich verändert. Nisoda, oh, Muchi Pichi, Tibu. Ah, sieht schön aus. Vorher sah sie ja wirklich anders aus. Aber mit ihr können wir uns vielleicht auch mal verabreden. Floopy. Oh, and Fora. Pasanadayola? Oh, Shubira. Aber sie ist schon, glaube ich, schwanger. Weil sie hatte da so eine Babyrassel im Dings. Das haben, glaube ich, die meisten, die dann. Also mit ihr haben wir uns jetzt auch gut genug angefreundet. Aber ich denke mal, wir sollten mal heimgehen. Weil wir auch in ein paar Stunden unter Umständen Gäste kriegen. Vielleicht könnten wir ja die Diana mal mitnehmen. Aber ich glaube, ihr ist das ein bisschen spät, oder? So früh. Am Morgen. Außerdem will ich ja schlafen. Objekte entfernt. Ein oder mehrere Objekte aus dem Baumodus wurden entfernt. Entweder sind diese Objekte nicht auf deinem Computer installiert oder das aktuell angemeldete EA-Konto besitzt dieses Objekt nicht. Aha. Ja, macht, was ihr wollt. Wo arbeitet sie denn, dass wir über die Arbeit reden können? Jennifer Rue. Rangoya Nabe. Yibs. Pasanadayola? Baima. Oh, Shubirao.
Bei Hans Mann. Das ist ja echt genial. Bitten, eine Techtelmechtel-Partnerschaft einzugehen. Sind wir denn dafür schon gut genug befreundet? Nein, okay, sind wir nicht gut genug befreundet? Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Das ist doch nicht so tragisch. Wir haben gefragt. Dann reden wir noch über den Weltfrieden. Und vielleicht, wenn wir halt besser befreundet sind, dann können wir uns ja darüber auch nochmal unterhalten. Auf der Sonnenseite des Lebens. Wo würdest du im Hinblick auf die Sim-Präferenzen sagen, dass Salem optimistische Sims mag? Ja, warum nicht? Aber jetzt sollten wir uns mal ein bisschen... Vielleicht steht die ja auch gar nicht auf Techtel-Mechtel-Partnerschaften, sondern will eigentlich eine ernste Beziehung haben. Könnte natürlich auch sein. Was sind wir denn? Auf jeden Fall sind wir doch kompatibel anscheinend. Gut kompatibel. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich mal sagen. Ein Gourmet-Menü machen. Achso, wir müssten ja eigentlich auch noch Dinge erledigen für unser Bestreben. 3 Gourmet-Speisen bei einer einzigen Veranstaltung zubereiten. Level 5 der Feinschmecker-Kochfähigkeit. Und Level 8 der... Gut, die Gastronomie-Karriere, die müssen wir halt so nach und nach raufsteigen. Aber die 2 anderen Sachen, die können wir ja ruhig mal irgendwann mal in Angriff nehmen, oder? Eigentlich will ich den gar nicht mehr. Na, aber das wird bestimmt auch. Das sind ja nur 4 Tage. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht für... Wann haben wir denn überhaupt mal Zeit? Dann könnten wir doch eigentlich direkt dienstags, vormittags? Oder haben wir dienstags frei? Anscheinend. Eine Bergtour müssen wir jetzt nicht machen, aber wir könnten nochmal ein Gala-Abendessen machen. Gastgeber sind natürlich wir. Gast ist, seid ihr auf jeden Fall. Und Caterer brauchen wir nicht. Ach, guck mal, da könnten wir die Clara an Dingsen. Ja, komm, das machen wir. Und zwar 15 Uhr. Und zwar hier. Genau. Gut. Dann hätten wir das nämlich auch schon mal erledigt. Ah, die hat auch echt schicke Klamotten an. Ein tolles Outfit. Oh Mann. Sag mal, eigentlich bist du doch schon besser drauf, oder? Mit dem Kochen. Ja, willst du das nicht essen? So, dir geben wir auf jeden Fall auch schon mal unseren Wohnungsschlüssel. Also die beiden passen auf jeden Fall auch gut zusammen. Kissenschlacht mit Dina. Über Kollegen tratschen. Materialistisch ist sie.
Spillbar. Ja, dann wird ja unsere Bude genau richtig sein, ne? Salim hat einige großartige soziale Verbindungen geknüpft. Er wird ein richtiger Insider. Nee, aber ich möchte das nicht. Das ist irgendwie nicht so mein Fall. Bist du bereit, diesen Übernachtungsbesuch zu starten? Ja. Nisa Faba, Dambila, Muchi Pichi. Buena. Kann ich ihm schon den... Ja, guck mal, hier hast du dein Bett. Ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Weil ich muss nämlich später arbeiten. Haben wir uns dafür schon vorbereitet? Nicht so arg, ne? 14 Uhr? Ich muss los. Was ist los? Meine Rechnungen sind da. Ja, natürlich werden wir beste Freunde. Ich kam nicht gut an deinen Briefkasten dran. Jetzt lüg doch nicht. Meine Pflanzen sind weg. Also passiert das auch draußen? Oder sind die nicht mehr in der Saison? Ja doch. Frühling und Sommer. Also das verstehe ich manchmal nicht, warum die Pflanzen dann einfach dann zurückgesetzt werden. Also es passiert auch draußen. Sehr schön. Kochen. Wir konnten doch die Spargelröllchen machen. Diese Spargel-Schinkenröllchen. Blaubeerkuchen, Schokoflakes, Taco, Schwarz-Weiß-Gebäck, Kimberkuchen. Pfannkuchen mit Erdbeermarmelade. Das klingt alles richtig geil, ne? Ja, komm, wir machen das mal. Ich hoffe, dass das gut geht. In einer Stunde musst du zur Arbeit, also halt dich mal ein bisschen ran. Was ist los? Hey, ich habe gehört, dass du dich mit Dina Caliente angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Oh, jetzt sag mir nicht, dass die im Weg sind. So. Bitten eine Oh ja, das können wir mal ausprobieren. Ich möchte gerne, dass du noch ein bisschen weiter... Oh Mann, hoffentlich war das kein Fehler. Ja, das wird nicht reichen. Bitte jetzt geh. Ach, guck mal, er hat es noch hingekriegt. Also einfach genial. Ausgezeichnet. Packen wir sofort in den Kühlschrank. So, aber meine Lieben, auch hier wird's Zeit, wieder einen Cut zu machen. Ich krieg das schon gar nicht mehr mit. Ich spiele hier einfach und dann gucke ich irgendwann rüber und denke mir, oh, okay, haben wir schon, ist es mal wieder soweit, einen Cut zu machen. Und ja, dann geht's nächste Woche hier an der Stelle weiter. Mal gucken, ob der Salim heute befördert wird. Ich glaube fast nicht, aber ja, wir werden sehen. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss.